Da steht man unzählige Stunden im Fitnessstudio am Pumpen, damit man seinen Astralkörper bekommt und dann zeigt man ihn am Ende des Tages doch nicht, weil man so eklige, fiese Pickel und Akne auf dem Rücken hat. Leute, glaubt mir, ich kenne das Problem. Ich mache jetzt mal eine Real Story hier. Als ich zwischen 16 und 20 Jahre alt war, da hatte ich super krasse, dolle Probleme mit Pickel auf dem Rücken. Und mir war das sogar so unangenehm und so peinlich, weiß ich noch, als wenn ich es gestern gewesen wäre, denn mir war das halt mega unangenehm. Nach dem Sport zum Beispiel habe ich mich entweder super schnell geduscht, damit man das nicht sieht, oder ich habe zum Beispiel extra ultra lange gewartet, damit man nicht sieht, dass ich halt Pickel auf dem Rücken habe. Und ich habe da tatsächlich sehr drunter gelitten. Ich hatte sogar so dolle Pickel auf dem Rücken, dass man sogar bis heute noch hier und da so kleine, ja, so kleine Narben sieht oder so kleine Stellen sieht, wo man sieht, dass die Haut sich bis dato immer noch nicht regeneriert hat. Und das ist natürlich nicht cool, ja, aber eins kann ich dir sagen. Du bist gut, so wie du bist, ob du Pickel auf dem Rücken hast oder Peng. Ganz egal, die Teile gehen früher oder später definitiv weg. Warum bekommt man eigentlich Pickel auf dem Rücken? Genau wie zum Beispiel in der T-Zone, also Stirn, Nase, Kinn, gibt es auf dem Rücken besonders viele Talgdrüsen. Und die Talgdrüsen produzieren halt Eigenfett, um die Haut zu schützen. Und bei manchen Leuten ist es halt so, da wird es halt sehr viel sein. Bei den anderen ist es halt nicht so viel. Das ist halt komplette Veranlagung. Aber es ist ganz normal, dass halt auf dem Rücken halt mehr Talgdrüsen sind und dort halt Eigenfett produziert wird. Und dieses Eigenfett ist natürlich der perfekte Nährboden für Bakterien, die sich schlussendlich in Mitesser oder Pickel entwickeln. Heute spreche ich über einige Ursachen, die Pickel auf dem Rücken auslösen könnten und gebe euch auch gleichzeitig noch einen Lösungsvorschlag mit auf den Weg. Also, let's go! Erste Ursache, Pickel durch Schwitzen. Gerade wenn man besonders viel Sport macht, das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen blöd an, aber gerade wenn man besonders viel Sport macht, dann könnte es unter Umständen sein, dass man mehr dazu neigt, Pickel zu bekommen auf dem Rücken. Warum? Weil wenn man besonders oft und viel Sport macht, dann schwitzt man natürlich auch mehr und dieser Schweiß ist ähnlich wie das Eigenfett, was auf dem Rücken produziert wird, ebenfalls perfekter Nährboden für Bakterien und schlussendlich auch für Pickel. Das kann ich an dieser Stelle zum Beispiel auch bestätigen. Ich habe damals zum Beispiel 6-mal die Woche Sport gemacht und ich kann euch sagen, in der Fußballmannschaft war ich nicht der Einzige, der Pickel auf dem Rücken hatte. Die Lösung dazu, versuche nach dem Sport nicht großartig lange zu warten mit dem Duschen, sondern versuche dich direkt nach dem Sport, egal ob du zum Beispiel Fußball spielst oder jetzt im Gym bist, dich direkt unter die Dusche zu schwingen, um den Schweiß von deinem Körper wegzubekommen. Eine zweite mögliche Ursache für Pickel am Rücken könnte zum Beispiel falsche Hygiene beim Sport sein. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel im Gym trainierst und dein Workout dort machst, ja, da wirst du sicherlich nicht der Einzige dort sein. Deshalb kann ich dir sagen, dass halt dort echt auch viele Bakterien lauern, denn die Geräte werden ja wirklich von vielen verschiedenen Leuten benutzt. Da ist viel Hautkontakt bei den Geräten mit dabei. Teilweise werden die Geräte auch vollgeschwitzt. Deshalb musst du da auf jeden Fall aufpassen. Und die Lösung dazu, benutze definitiv immer ein Handtuch, bevor du trainierst. Also leg das Handtuch definitiv immer unter das Gerät, bevor du anfängst zu trainieren. Und ganz wichtig an dieser Stelle, aufgepasst, dieses Handtuch, was du da benutzt zum Trainieren, das schmeißt du nach dem Training logischerweise in die Ecke und benutzt nachher, wenn du dich geduscht hast, zum Abtrocknen definitiv ein niegelnagelneues Handtuch. Denn das ist unfassbar wichtig, denn du möchtest ja nicht die Bakterien, die vielleicht das Trainingshandtuch irgendwie hat, dann auf deinem Rücken oder an deinem Körper verschmieren. Wusstest du, dass zu häufiges Reinigen ebenfalls kontraproduktiv sein könnte? Ja, ist tatsächlich der Fall. Denn wenn du dich zu oft duschst und deine Haut zu oft reinigst, dann ist es so, dass es der Haut nicht mehr nützt, sondern tatsächlich den Schutzmantel der Haut möglicherweise sogar schwächt und dann möglicherweise auch Ursache für Pickel am Rücken ist. Die Lösung dazu, am besten nicht ganz so oft und nicht ganz so heiß duschen und meine Empfehlung, einfach ein mildes Duschgel verwenden und du kannst zum Beispiel auch noch hier eine Reinigungsbürste dazu nehmen und dann dementsprechend mit einer Reinigungsbürste deinen Rücken waschen und hin und wieder vielleicht auch mal ein Peeling benutzen, denn Peelings beschleunigen den Erneuerungsprozess deiner Haut. Auch falsche Pflege kann Hautunreinheiten verursachen. Den Fehler habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe damals immer eine zu fetthaltige Bodylotion verwendet und auch eine zu fetthaltige Gesichtscreme. Und wenn du halt eine zu fetthaltige Gesichtscreme verwendest, dann kann es unter Umständen sein, dass diese fetthaltige Gesichtscreme die Poren verstopft und logischerweise dann auch ja, mit ausschlaggebend für Pickel ist. Also wenn du den Verdacht hast, dass du zum Beispiel eine falsche Pflege verwendest, dann ist meine Empfehlung, versuch einfach mal deine Pflege zu ändern. Versuch einfach eine nicht so fetthaltige Creme oder eine nicht so fetthaltige Bodylotion zu verwenden. Und achte in diesem Zusammenhang auch auf den Zusatz bei der Bodylotion, nicht
komedogen. Nicht komedogen bedeutet nämlich, dass die Creme oder die Lotion die Poren nicht zusätzlich verstopft. Es gibt Menschen, die haben super viele Haare auf dem Rücken. Und ich kann das zu 100% nachvollziehen, wenn man keinen Bock hat, mit so einem haarigen Pullover auf dem Rücken herumzulaufen. Und dann sucht man sich natürlich nach Lösungen. Und eine Lösung dazu ist zum Beispiel das Waxen. Du kannst dir einfach deine Haare per Waxing vom Rücken entfernen. Allerdings kann das Waxing auch eine Ursache sein für Pickel am Rücken. Denn deine Haut wird ja irritiert, also strapaziert, und die Haare werden ja einfach rausgezogen. Und das könnte natürlich auch eine Ursache sein für Pickel. Die Lösung dazu wäre zum Beispiel auf alternative Möglichkeiten zurückzugreifen, wie zum Beispiel Rasieren oder eine Lasertherapie. Oder aber auch dir so eine Rückenbürste bei Amazon zu bestellen. Die kostet nicht viel und einfach dann schön nach dem Waxing verwenden, damit deine Haut auch wirklich nach dem Waxen schön gereinigt wird. Hormone können ebenfalls die Ursache für Pickel am Rücken sein. Deshalb ist es auch so, dass viele Leute in der Pubertät halt Pickel auf dem Rücken bekommen. Und ja Leute, ich kann da auch ein Lied von singen. Der Grund dafür ist halt die Umstellung des Hormonhaushaltes, denn der Körper, also bei uns Männern, produziert halt während der Pubertät wesentlich mehr Testosteron. Und das Testosteron verstärkt gleichzeitig die Funktion der Talgdrüsen. Und Leute, ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert. Sind auch nach deiner Pubertät immer noch Pickel am Rücken vorhanden, dann könntest du einfach mal mit einem Arzt sprechen und über Möglichkeiten sprechen, wie man das Problem in den Griff bekommt. Denn es gibt auch bestimmte Medikamente, wie man das ganze Problem lösen kann. Apropos Medikamente. Medikamente können logischerweise auch eine Ursache sein. Deshalb würde ich dir definitiv empfehlen, immer, wenn du zum Beispiel irgendwelche Medikamente zu dir nimmst, den Beipackzettel zu lesen und schauen, was da für Nebenwirkungen draufstehen. Weil unter Umständen stehen auch bei den Nebenwirkungen drauf, dass man vielleicht Hautunreinheiten oder Hautirritationen bekommen kann. Im nächsten Punkt sind die Dermatologen sich zwar uneinig, aber ich kann aus meiner Erfahrung sagen, dass das auf mich definitiv zutrifft. Denn wenn ich mich schlecht ernähre, zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel esse, zu viel Zucker oder Junkfood zu mir nehme, wie Burger, Pizza oder so, dann wirkt sich das direkt auf meine Haut aus und ich kann direkt erkennen, dass ich vermehrt Pickel auf dem Rücken als auch im Gesicht bekomme. Die Lösung dazu sollte jedem klar sein, versucht einfach auf ausgewogene Ernährung zurückzugreifen, gute Lebensmittel zu essen und euch generell einfach gut zu ernähren. Stress braucht niemand von uns, gerade dann nicht, wenn du Probleme mit Pickeln hast. Denn was passiert, wenn du Stress hast? Die Nebenniere produziert vermehrt Cortisol und das Stresshormon Cortisol kann unter Umständen die Talgproduktion anregen und dein Immunsystem schwächen. Und wenn das der Fall ist, Leute, ihr könnt es euch vorstellen, dann könnt ihr natürlich Pickel bekommen. Deshalb meine Empfehlung, einfach mal zwischenzeitlich ein bisschen Yoga machen, ein wenig entspannen, nehmt euch auch mal Zeit für euch und chillaxt einfach mal ein bisschen. An alle Leute, die Pickel da draußen haben, Leute, ich fühle mit euch und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video einfach ein Stückchen näher bringen konnte auf dem Weg zu reiner Haut.